Mahlzeit und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play OMSI 2. Für Bremen ist ja vor kurzem ein Update erschienen. Darin enthalten war ein Schienenersatzverkehr und ich habe mir gedacht, den gucken wir uns heute einfach mal miteinander an. Knappe 50 Minuten sind wir unterwegs mit dem Line City GL. Typisch SEV natürlich in Weiß. Und ja, ich würde sagen, wir schmeißen uns mal in den Bus. Dann kommen Sie. Da sehen wir dann unseren Fahrplan. Von Fegesack über Aumund dann hoch zum Betriebshof Blumenthal und wieder zurück. Halten nicht überall. Ah ja, das wird, denke ich mal, ne? Kriegen wir hin. Oder? Oder nicht? Oder doch? Oder wie? Ja, ja. So, schmeißen wir mal an hier. Drehen hier der Gerät. Zoomen ein wenig heran. So. Das böse Haus da im Hintergrund ist jetzt auch mit Textur versehen. Das ist schön. Umlauf 4742. Da bin ich konsequent. Das war das Wort. 90E Ersatzverkehr. Bahnhof Fegesack. Übergang zur Regio S-Bahn. Naja, zeigt nur 90 Ersatzverkehr. Kann ich mir leben. So. 4 Minütchen sind's noch. Dann kann's jetzt gleich losgehen. Ja. So, Maus noch aus dem Weg. Wo geht's denn los? Weiß keiner, ne? Ich auch noch nicht. Doch, ihr wisst das bestimmt schon, ihr seid das bestimmt schon gefahren. Böse Haus. Das da vorne. Da ist die normale 90. Okay. Mortit. Hallöchen. Mortit. Hallöchen. Hier friert man sich ja die Füße ab. Hat erwachsen will zu haben. 280. Danke. Guten Bitte. Tag. Moin. Moin. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Ja, die bekommst du. Tageskarte. Ich danke Ihnen, guter Mann. Bitte. Mortit. Guten Tag. Moin. Hallo. Ja, immer rein. Hallo. Hallo, Carsten. Hallo. Hallo. Oh, guck mal, er fährt denn jetzt auch mal los. Ich muss noch 2 Minuten warten. Naja, krieg ich hin. Da fahr auch. Ach, Jung. So, bleib ich hier stehen, wo ich stehen soll. Mal sehen, kriege ich hier irgendwo ein schönes Thumbnail hin? So, vielleicht? Ja, wa? Kann man auch nehmen. Das kann man auch anbieten. Schön mit den
Schiffchen. Ich finde, das kann man so anbieten. Als ein Thumbnail. Werden ja wahrscheinlich zwei Folgen. Vielleicht auch drei, je nachdem, wie ich schneide. Oh, Möwen. Das erste Mal, dass ich die sehe. Hätten sich eigentlich in den Bäumen verheddert. Aber das muss so. Habe ich gehört. Halbes Minütchen noch. Keiner mehr bei mir mit will. Dann hoffe ich ja mal, dass alsbald dann meine Abfahrt ist. Wann ist die Abfahrt? Also die richtige Abfahrt? 12.03 Uhr. Warum ist der Fahrplan denn? Moin. Hi. Einen Moment. Ich reguliere kurz nochmal den Fahrplan. Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Ja, und damit der Bus das nämlich nicht mitbekommt. Ja, ja, ich bin... schlaues Kerlchen. Den Bahnhof hier gesagt hätte ich gerne. Exakt. So, guck mal, hat der Bus nämlich nicht mitbekommen. Ja, ja, ich habe dich im Rückspiegel gesehen, ist ja gut. Dann sind es noch 40 Sekunden. Sehe ich ein. Ich habe eine Motte hier drin. Schon seit ein paar Tagen nervt die mich. Aber ich habe ein Herz für Motten. Ne, Motti? Ja, ja. Monty Python, kennst du? Ja. Ich habe in letzter Zeit zu viel Gronkh-Videos konsumiert. Ich lerne immer nur schlechte Witze von den Besten. So, auf geht's. Eine Runde Zeph fahren wir jetzt. Zeph-Ersatzverkehr. Naja, Ersatzverkehr steht da. Wir fahren nach Ersatzverkehr. Ich war noch nie in Ersatzverkehr, aber ich habe gehört, soll schön sein. Und wir fahren hier in Bremen halt immer mit den Low-Res-Texturen, weil der Ersteller von Bremen ja immer noch nicht gelernt hat, wie man Texturen verkleinert. Das finde ich persönlich zwar sehr schade, dass ich da vor Bremen immer dran denken muss, aber naja. So ist es halt. Kriege ich auch irgendwann mal grün? Ich stehe doch in der Anforderung. Alle Anforderungen funktionieren, nur diese hier nicht. Die ist kaputt. Kann sich nur noch um Jahre handeln. In diesem Sinne, wir bitten Sie um ein wenig Geduld. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Ah. Bahnhof Aumund. Übergang zur Regio S-Bahn. Ich dachte Ascherfeld. Was denn jetzt? Jetzt bin ich irritiert. Bahnhof Aumund, was steht da auf meinem Fahrplan? Bahnhof Aumund, warum auch immer deine Route Ascherfeld steht. Egal. Dann fahre ich halt nach Bahnhof Aumund. Oh
Und bis dahin dann durch, ne? Das bekomme ich hin. Kommt ein Kollege entgegen. Was bist du? Die 91, noch Hüftburg. Ja, ich sehe das nicht als Abkürzung, weil der Punkt fehlt. Warum ist es Büffburg? Verstehst du, ne? Ich denke, das verstehst du. Der Pfeil sagt geradeaus. Fahre ich geradeaus? Fahre ich übers Ascherfeld? Zum Büff-Aumund. Weil da steht doch Büff-Aumund in der Anzeige. Ja, ja. Mir juckt der Fuß. Haha. Oh oh. Das beim Bremsen. Die Haxe hat gejuckt. Die Ferse. Ne, die Ferse ist weiter unten. Das Sprunggelenk hat gejuckt. Oh, Putzilei. Hier ist Ascherfeld. Na komm, fahr, Junge. Er war doch schon 3 Kilometer wieder frei. Hinten flimmert irgendwas. Cool. Wenn du sowas bei Payware siehst, fragst du dich, warum wir uns bei Ruhr so viel Mühe geben. Ja, was ist? Kannst du, willst du nicht? Ja, dann, wenn ich den Fuß vom Gas, von der Bremse nehme, ja. Schon klar. So, jetzt fahre ich erst. Ich bin Bus, ich darf das. Meier, 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 meier. Naja. Schöner Übergang mit den Straßenmarkierungen. Was willst du machen? Ich weiß, was ich kurz machen will. Wir fahren ja Sef, ne? Da mache ich mal kurz den da. Wenn wir schon Sef fahren, dann fahren wir auch einen authentischen Sef, nämlich ohne Fahrschiff. Genau. So, guck mal. Wie praktisch, gerade grün. Gerade gelb. Das machte es nicht unpraktischer. So, habe ich gerade gesehen, mein Handy möchte was von mir, aber als gewissenhafter Busfahrer fährst du halt bis zur nächsten Haltestelle. Und lädst den Pöbel erstmal ein. Moin. Hallo. Moin. Und dann, Moin. Ne? Hallo. Oh, seid ihr schon fertig? Oh nein. Oh je, oh je, oh je. So, jetzt kann ich weiterfahren. Entschuldigung. Es könnte an ein paar Haltestellen nochmal passieren, dass ich den Aufenthalt dort ein wenig hinaus zögern muss. Aber so ist die Ampel gerade grün. Ist ja auch praktisch. Löhstraße. Was? Löhstraße? Nö. Ist Nöhstraße. Nee. Löhstraße. Die Straße. Weißt du? Löhstraße. Ist Französisch. Oder Fratsch. Oder. Ja, Fratsch ist das. Es ist Französisch und Deutsch. Das ist Löhstraße, also die Straße. Genau. Ganz bestimmt. Das wird mir jeder glauben. Guck, Ampel aus, Ampel grün. Das ist Fährer Kempe. Nach Blumenhorster Straße. Gut. Dann sind die Haltestellen, die zu viel sind, doch zu was nütze.
Tralali und Tralala. Omsi ist für alle da. Yay. Oh, ich war zu schnell. Lass mal ein bisschen rollen. 60 ist wieder akzeptabel. Da ist die Blume aus der Straße. Aber du musst auf dem SEV bei 60 fahren. Ich glaube, mit 50 wärst du unpünktlich. Also mit 50 wärst du zu spät. Was habe ich denn gemacht? Nix. Hab gar nichts gemacht. Muss schon sagen, fahr bloß los. Sieh zu, dass du vorankommst. So. Hallo, Carsten. Ja, ja. So. Weiter im Text. Klinikum Bremen Nord. Ach komm, Junge, lass mich doch einfach fahren. Danke. Hallo, Kollege. Der fährt nach Marcel. Davis. Bahnhof weißt du? Klinikum Bremen. Kennt ihr? Übergang zur Regio S-Bahn. Marcel Davis von 1 und 1. Ja, ja, auch schon lange nicht mehr gebracht, ne? Ja, warte. Dann lassen wir sie mal einsteigen. Moin. 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 Mahlzeit. Hat keine Hallo gesagt. Ist ja schade. So, weiter geht's. Das war ein wenig, Bahnhof Blumenthal. Übergang zur Regio S-Bahn. Vom Platz her flexibel gestaltet. So kann man es nennen. Ja komm, hopp. Gib doch Gas, Mann. Gut, fahr da rüber. Ich fahre an dir vorbei und fahre dann darüber. Ich bin SEV, ich hab's eilig. Ich glaube, auf dem Stück hier ist sowieso 80. Von daher bin ich nicht mal zu schnell gefahren. Nein, 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 nein. Oh, rote Ampel. Mit grünem Pfeil. 1, 2, 3. Tralalalala, la, na, 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 na. Halten Sie an, so ein Steiger auf. In der Fahrschule ist er wie eine besenkte Sau. Ich mag die Ampel. Ich glaube, die habe ich bis jetzt fast jedes Mal mitgenommen. Aber gut, auch die Ampel möchte halt mal mit dem Bus fahren, ne? Das ist ja durchaus verständlich. So, Büff Blumenthal. Und da ist wieder der Kollege auf der Linie 90. Sollen Sie mal aussteigen, wenn Sie raus wollen. Ne? Hallo. Moin. Mahlzeit. Moin. Guten Tag. Hallöchen. Hallo. Hallo, ich bin Marcel Davis von 1 und 1. Moin. Ach ja. Oh, ich höre einen Kollegen.
Es dauert noch eine Weile, bis der losfährt, ne? Ich sehe ich ein. Also. Dann fahre ich an ihm vorbei. Ich muss doch weiter, Jung. Weißt du doch. Kann mir das nicht erlauben, hinter dir festzuhängen. So, Friesenbergstraße. Wie geht's denn von hier aus weiter? Da. Friesenbergstraße, ja. Bahnhof Turnerstraße und. Weil die, drehen sich da so gerne. Ne? Verstehst du? Turn. Genau. Friesenbergstraße. Ja, den nehme ich jetzt hier vor. Wenn es funktioniert, ist es eine gute Karte. Hat funktioniert. Tatsache. Hat ja funktioniert. Cool. Ist das ja die Friesenbergstraße? Ich denke, ne? Tatsache. Tatsache, das ist sie. So. Wieder das Handy. Ach ja. Ach ja. Und ihr so? Was macht ihr denn so? Erzählt doch mal. Ja, wir fahren jetzt gleich weiter. Um genau zu sein, jetzt. Bis zur roten Ampel. Hat sich gelohnt. Und schon jemandem aufgefallen, dass es Low-Resolution-Texturen sind? Nee? Ist ja schade. Im anderen Video hat es mir auch keiner gesagt, dass es aufgefallen wäre. Eggestädter Straße. Wahrscheinlich, weil man es auch nicht merkt. Wenn man so dran vorbeifährt. Aber müssen ja zwei K-Texturen sein. Ist das Eggestädter? Hier ist der Wasserturm. Oh, da ist oben. Ups. Oh, guck mal, der Pfeil da nach rechts, der ist immer noch da. Seit, immer? Warum hat man den nicht mehr weggemacht? Der ist gelb. Den kann man wegmachen. Nee, muss ich nicht verstehen. Das muss ich nicht verstehen. Das hier ist Besan, ne? Ich meine, das wäre Besanstraße. Müsste. Müsste Besanstraße gewesen sein, ne? So. Dann ist das da vorne Eggestädter Straße. Eggestädter Straße. Ne, auch nicht. Das ist Besanstraße, okay. An der darauf folgenden Haltestelle haben wir anzuhalten. Sehr verehrte Damen und Herren. Ja, wirklich. Eggestädter Straße. Da ist sie ja.
rein und raus und Moin. Hallo. Und so. Mahlzeit. Hallo Carsten. Ach ja. Mein Hirn und Multitasking, ne? Ach, das ist schlimm. Ich kann kein Multitasking. Furchtbar. Ich würde ja gerne auch mal zwei Sachen gleichzeitig können. Kann ich aber nicht. Ich kann immer nur eine Sache mit voller Aufmerksamkeit und die andere irgendwie so nebenbei. Gut, du biegst ab. Du stehst, warum auch immer, da einfach mitten auf der Kreuzung rum. Dann ist das halt so. Bahnhof Turnerstraße. Übergang ja. Zur Regio S-Bahn. Ja, ja. Dreht euch da mal durch die Gegend. Macht es schon gut. Können Sie durchaus tun. Ui, 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 ui. Das Rot, 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 Rot. Danke. Huch. So, komm, hopp. Abbiegen. Du auch. Möchte heute noch von der Kreuzung wieder runter. Ja, brav. Komm, fahr du mit deiner Taxe auch noch. Wunderbar. Das dürfte passen, das passt. Ist doch ideal. So, Bahnhof Turnerstraße kommt nach der Kranzerstraße. Gut. Das ist die Vorberger Straße, okay. Ich fahre schon wieder zu schnell, zu schnell, zu schnell. Genau, schön rollen. Kohlhorster Straße, okay. So, dann geht's hier vorne links rum. Dann sind wir auch, glaube ich, schon gleich irgendwie fast so gut wie da. So, ich muss ja auch fahren wie so ein SEV-Busfahrer, ne? Wie so eine besenkte Sau. Man spricht ja auch von der SE-Sau, die da fährt, ne? Ah, die Witze werden nicht besser. Egal, was ich anstelle. Egal. Ist nicht schlimm. Das hier am Fillerkamp. Und Ampel rot. Ampel grün. Oh, da war die Bordsteinkante. Er fährt nicht. Okay. Ach ja. Ich fahre hier geradeaus, ne? Wahrscheinlich. Oh, Vorsicht, Straßenschäden. Hättest du das nicht gesagt.
sehe da eher Vorsicht, ein Lone Vehicle. Gut, einmal hier links rum. In die andere Richtung wird das witzig. Ich glaube, in die andere Richtung biege ich hier einmal rechts ab und fahre hinten durch die Schleife. Links. Und fahre hinten durch die Schleife und dann wieder zurück. Ich biege da nicht gerne rechts ab. Weiß gar nicht warum. Na, jemand, der mit wollte? Nee, ne? Ja. Naja. Betriebshof Blumenthal. Gut. Kanzlerstraße, Blumenthal, Sepp, geradeaus. Hui, mit Schwung um die Kurve. Einmal mit Elan. Ja, das ist der Nachfolger von WLAN, das kennt noch keiner. Ganz bestimmt. Ja, ja. Ist wirklich so. Das berühmte WLAN. Demnächst auch in eurem Fachhandel. An diese Stelle hier mit zwei Nachbarkarren, das ist echt eklig. Aber machst du nix. Kannst du halt nichts machen. Ja, das ist hier dann am Knick, ne? Ja, genau. Ich suche den Knick immer noch. Ich finde ihn einfach nicht. Da hat es einfach nicht Knick gemacht, ne? Das Problem kennt man ja, wenn man Single ist und jemanden kennenlernt, das macht einfach nicht. Tschüss! Konkurrenz ausschalten. Kennt man ja, wenn man jemanden kennenlernt und es einfach nicht Knick macht und man dann doch wieder Single ist. Der Julian kennt das. Ja, Tatsache. Und ja, der Witz war schlecht. Obwohl, so schlecht war er nicht. Ich fand ihn einigermaßen erträglich. Mir ist zumindest nicht schlecht geworden von dem Witz. Ein Betriebshof Blumenthal. Achso, ich dachte, ich fahre hier auf den Hof drauf und... Ne, mache ich nicht. Okay.